Ich habe furchtbare Nachrichten. Ihr Großvater ist tot. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Die erwarten, dass ich morgen nach Rom komme, um irgendwelche Angelegenheiten zu regeln. Ich meine, sollte ich nicht lieber an meiner Ehe arbeiten? Kristen? Denk an dich und fang damit jetzt an. Ich wollte sagen, dass ich sicher in Italien gelandet bin. Das Kolosseum. Oh, was? Wo denn? Können wir umdrehen? Wir müssen zur Beerdigung. Was war mein Großvater von Beruf? Mein letzter Wunsch ist, dass du das neue Oberhaupt der Balbano-Familie wirst. Alles geht runter und drüber. Mein Sohn ist aufs College gegangen und mein Mann hat mich betrogen. Sollen wir zwei uns um ihn kümmern? Nein! Nein. Nein, Gott, nein! Wir brauchen jemanden, der souverän ist. Aber bescheiden und grundempathisch. Grundempathisch, auch das noch. Wir sind mitten in einem Krieg mit unseren Feinden, den Romanos. Wenn wir sie nicht töten, diese Romanos, dann werden sie uns töten. Wie in der Pate, du weißt schon. Oh, verstehe. Ich habe die nie gesehen, weißt du. Madai! Also es ist einfach so, die fast 4 Stunden dafür hatte ich einfach nicht. Wie soll uns jemand glauben, dass wir stark sind? Mit sowas! Du siehst aus wie eine Bibliothekarin. Hast du einen potenten italienischen Mann gefunden? Er hat versucht, mich umzubringen! Lorenzo hat was getan? Du bist der Boss! Nein, bin ich nicht! Der Boss kümmert sich ums Geschäft! Ich habe Muffins gebacken! Ich habe diesen Krieg sowas von satt. Meine Familie hat diesen Krieg ebenfalls satt. TripAdvisor lügt nicht. Kann ich noch eine Portion haben? Davis Mettere di Palare, Cusi! Hallo, hallo! Ich tappe hier nach wie vor völlig im Dunkeln. Nein, das ist nur eine Redewendung.